Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Und wir spielen Let's Play Imperium Galactic Survival. Ein bisschen Überleben in einem Weltraumsetting. Wer Space Engineers kennt, wird Imperium auch sehr gerne haben. In der Zwischenzeit besorge ich uns gerade mal für den Budenbau auf unserem Heimatplaneten ein bisschen Eisen. Und wir haben uns da schon mittlerweile eine ganz, ganz solide Höhle gebuddelt. Und vor allen Dingen können wir jetzt natürlich auch sehr, sehr geil hier erstmal ein bisschen Eisen mitnehmen, was unseren Heimatplaneten nicht weiter belastet. Weil das Zeug ist ja quasi eh da. Deswegen grabe ich jetzt hier mal ein bisschen dieses wunderschöne Eisendepot an. Das nämlich gar nicht mal so klein ist, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, wie groß es genau ist. Aber hier im Video, wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, seht ihr auf jeden Fall, wie groß eigentlich dieses eine Depot bleibt. Ja, das ist richtig heftig groß. Zumindest so, wie es jetzt einen ersten Eindruck macht. Und ich buddel hier schön ran. Gucken wir mal. Das wird schon, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Schaue ich dann gleich mal, wie viel Eisen wir eigentlich jetzt haben. So ein paar wäre, also ein bisschen Eisen wäre schon schön. Wir haben 137, das reicht mir ehrlich gesagt noch gar nicht. Weil ich weiß, wie viel Eisen wir für den Budenbau brauchen. Und das ist ein Drop, das hätten wir auch zu Hause machen können. Da hätte man nicht auf einen fremden Planeten fliegen müssen. Und deswegen werden wir jetzt hier weiter buddeln. Wow, hier entwickelt sich gerade was. Keine Ahnung. Es sind immer so Sachen, wenn er zu viel in eine Richtung reingrabt, dann passiert sowas mal. Aber es schaut auf jeden Fall aus, als wäre das ein größeres Depot. Und draußen ist auf jeden Fall gerade richtig schön Schnee am Fallen. Schaut schön aus. Gefällt mir. Das sollte erstmal reichen, dafür, dass wir den ersten Rohstoffplot hier gefunden haben. Wir werden hier mal ein bisschen weiter fliegen. Ich will noch mehr Rohstoffe finden. Und ihr seht schon, eine anständige Bewaffnung an dem Schiff wäre schon von Vorteil gewesen. So, jetzt haben wir wieder tariert. Ich bleibe mal ein bisschen weiter unten. Einfach damit wir die Chance überhaupt haben, ein Rohstoffdepot zu entdecken. Am liebsten natürlich Promethium. Was wir für Promethium, ob wir das irgendwo leicht hier finden, weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe natürlich. Wichtig bei sowas immer umschauen. Weil das mache ich viel zu selten eigentlich. Nicht, dass man in irgendeinen Turm reinfliegt, der einem dann nicht vielleicht unbedingt das Beste will. Verdammt, da ist wieder so ein Gitter. Hier könnten wir Essen finden. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Ist wieder so ein Drohnenport. Das Eisen haben wir hier drüben gefunden. Ich möchte jetzt gerne nochmal an der Bergkette hier drüben vorbeifliegen.
Kupfer. Size 18. Was? Okay. Aber wie gesagt, Kupfer ist alles schön und gut. Magnesium, sehr wichtig. Sollte man vielleicht sogar da bleiben jetzt erstmal. Bevor wir das tun, checken wir mal kurz die Umgebung. Okay, dann bleiben wir hier. Nehmen uns das bisschen Magnesium hier mit. Okay. Okay, und reingebuddelt, Freunde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen hier, dass wir jetzt endlich mal Rohstoffe finden. Lange hat es gedauert, ehrlich gesagt. Ups, das war falsch. 22. Kurz mal nachladen. Zum Glück haben wir genug davon. Oh, ist das nice, ey. Wie gesagt, ich würde ganz gerne sehr viel eben mitnehmen, weil so einen Ausflug machen wir eher nicht so oft, ja. Und damit wir einfach was haben. Momentanes Ziel, Promethium finden. Was geht noch? So. Wenn wir das dann jetzt geschafft haben, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, am liebsten wäre mir natürlich Promethium, wenn wir es nicht kriegen sollten. Ja, dann haben wir es halt versucht, ne? Also, irgendwo muss die Kirche dann auch im Dorf bleiben. Ja, das wäre natürlich ganz schön interessant, wenn wir jetzt Promethium mitnehmen könnten. Aber wenn wir halt keins finden, weil es halt keins gibt, ja, dann werden wir jetzt auch nicht auf die nächsten 100 Jahre hier suchen gehen. Und dann gibt es halt einfach keins hier. So. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier diese Richtung weiterfliegen. Möglichst im steilen Tiefflug. Oh, oh, Drohne. Bleiben wir lieber auf der Seite. Promethium. Och, scheiße, erzähl doch nicht. Echt jetzt? Fuck, das Ding hat uns. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, wo wir hier landen. Ich bin dafür, dass wir hier landen. So ein bisschen im Schutze. Okay. Alles klar, und jetzt gehen wir in Kampfmodus. Überhaupt. Ich hoffe, wir kommen da jemals wieder hoch. Sobald es auf uns zuläuft, schieße ich wieder. Sollten vielleicht unsere Medkits auch nochmal... Haben wir überhaupt welche dabei? Bitte sagt, dass wir welche dabei haben.
Trinken erstmal ein Käffchen. Huch. Wir hätten vielleicht auch mal ein bisschen Sauerstoff auftanken sollen, oder? Ja. Sprit ist hoffentlich noch drin, da müssen wir auch gleich gucken. Okay, schaut gut aus. Okay. Okay, und jetzt ran an die Buletten, Freunde. Ran an die Buletten. Ich hoffe, wir kommen dahin, ohne dass uns das Viech vielleicht allzu arg sieht. Es kann sogar sein, dass wir es gar nicht mehr finden. Tatsache. Mit viel Glück schaffen wir es, das Promethium abzubauen, von dem wir uns natürlich alles mitnehmen, was wir hier finden werden. Ohne dass uns das Teil überhaupt sieht. Wenn es uns sieht, gibt es richtig dick auf die Nase. Aber mit viel Glück sieht es uns gar nicht. Aber ganz ehrlich, wir brauchen das Promethium, ansonsten ist unsere Energieversorgung nämlich ziemlich im Eimer. Und mit dem Promethium, was wir bei Folge 1 mehr oder weniger gefunden haben, sind wir ja bis jetzt über die Runden gekommen. Das heißt, da konnten wir wahnsinnig viele Energiezellen auch herstellen und das hat alles wunderbar gehalten. Wir müssen jetzt bloß hinbekommen, dass es immer noch so hält. Das heißt, wir nehmen so viele mit, wie wir hier irgendwie mitnehmen können. Weil das Zeug kann man ja dadurch, dass wir es eher aufbereiten müssen, kann man das ja noch viel, viel weiter aufbauen. Das heißt, wir kriegen da unglaubliche Mengen raus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt dann auch. Wenn nicht, wissen wir ja immer noch, wo wir hinkommen müssen, um noch mehr Promethium abzugreifen. Ich check jetzt mal gerade, wir haben natürlich jetzt extrem viel Schrott mitgenommen. Wir sollten auch vielleicht einen Ticken mal wieder was essen. So. Wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Ganz wichtig. Ich wäre auch mal für eine Weltraumstation. Also eine richtige Station im All, wo wir docken können. Wo wir unser Zeug hinbringen können, ja, und von dort aus dann Weltraumexpeditionen dann abstatten. Oh, ich habe schon wieder nachgeladen, verdammt. Also richtige Expeditionen ins All mit allem drum und dran, Weltraumbasis, internationale Raumstation, irgendwas richtig Geiles. Aber jetzt erstmal Energieversorgung for the win. Ich habe bloß immer ein bisschen Angst, mich zu weit nach vorne zu wagen. Und dann trifft uns dieses Viech halt noch. Und ich weiß nicht, mit was die hier bewaffnet sind. Es kann ja sein, dass auf unserem Planeten so eine Art Niedrigbewaffnung ist. Und die haben hier dann was, was ich richtig heftige Scheiße. Aber damit können wir auf jeden Fall unsere Raumschiffe für die nächsten Tage locker, ohne Stress betreiben. Huch, das war zu weit geflogen. Okay, Escape-Pod ist hier oben in 150 Metern. Da laufen wir jetzt auch als nächstes hin. Wie gesagt, mehr nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Weil, ich sage ja, irgendwann Kirche im Dorf und so, ihr wisst schon.
Wir müssen ja auch mal gucken, vielleicht finden wir auch noch irgendeinen anderen Mist, der uns vielleicht noch ein bisschen weiterbringt. Das Viech ist weg. Dieses... Ah nee, doch, da ist es. Okay, wir sind jetzt gleich ganz oben. Dann können wir nämlich nach unten laufen auf unser Schiff zu. Das ist echt steil geparkt ist. Okay, und Energie an und Feuer. Und wir tauchen ab. Klein und hässlich machen, Freunde, und ab in die Deckung. Wieder ein bisschen gucken, was wir hier vielleicht noch finden. Wie gesagt, es gibt ja Ressourcen, die haben wir auf unserem Planeten bisher noch gar nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob es die einfach nur nicht gibt oder ob wir da nur Pech hatten bisher. Drüben war, glaube ich, dieses eine... Genau, wir wollen mal jetzt hier ein bisschen lang fliegen. Ja. Okay. Schießt der auf uns? Nee, ich glaube nicht, ne? Bisschen schneller unterwegs, habe ich so das Gefühl gerade. Wir haben ein bisschen Angst, dass wir irgendwo dagegen kommen. Dass wir irgendwo rauskommen, wo dann genau vor unserer Nase so ein Pott ist. Genau. Ziel erfüllt, ey. Alter Schwede, das ist eine fliegende Drohne, die richtig, richtig Bums hat. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal steil Richtung Heimat. Und hoffen, dass wir nicht beim Abheben zerschrotet werden. Drei Meter, wir sind draußen, alles klar. Wir verlassen den Orbit von dieser Eiswüste. Viele Rohstoffe haben wir mitgenommen, die echt nützlich sein werden. Manch einer vielleicht mehr, manch einer vielleicht weniger. Beziehungsweise wir könnten eigentlich noch im All bleiben. Man stört uns ja jetzt nicht, ne? Ich bin dafür, dass wir mal vielleicht auf den Planeten hier rüberschauen. Plasmadrohne. Space Drone Plasma. Die schießt auf uns. Oder hat es zumindest versucht. Schweinebären. Jetzt ist er schon nicht mehr im Radar. Das ist unsere Welt. Da fühle ich mich tatsächlich absolut sicher. Ich würde bloß gerne mal wissen, was das für eine Welt hier ist. Wo wir da rankommen. Auf die wir jetzt genau zuhalten. Irgendwie finde ich unsere Welt noch am schönsten. Bisschen. Tja, Freunde, was da ist, das erfahrt ihr, das erfährst du da draußen in der nächsten Folge. Bis dahin, schöne Zeit, lasst dir gut gehen. Tschüss.